Liebe Zuschauer, viele glauben nur an das, was sie sehen und greifen können. Alles andere gehört in den Bereich von Fabeln und Fantasien. Für manche sind es sogar Spinnereien. Stellen Sie sich vor, dass es Menschen gibt, für die dieser unsichtbare Bereich sichtbar ist. Menschen, die ihren Schutzengel sehen und mit ihm reden, mit verstorbenen Seelen kommunizieren und vieles mehr. Sie haben eine Gabe, die ihnen einen Zugang erlaubt zu einer Welt, die für die meisten verborgen bleibt. Heute haben wir die Möglichkeit, in diese Welt einzutauchen und einiges zu erfahren. Herzlich willkommen, liebe Martina Heise. Du bist ein bekanntes hellsichtiges Medium, eine Energiearbeiterin. Du gehörst zu den Menschen mit einer, wie man so schön sagt, einer Gabe, Wesen, Energien, Engel, Seelen und vieles andere zu sehen, zu spüren und mit ihnen in Kontakt zu treten. Über deine Arbeit hast du auch Bücher geschrieben mit dem Titel Unsichtbar und Schutzengel und Co. Herzlich willkommen. Hallo. Liebe Martina, jetzt für mich als jemand, der diese Gabe leider nicht hat, wie kann man jemanden, der das eben nicht hat, diesen Zugang erklären, was genau da du siehst oder wahrnimmst? Wer oder was begegnet dir da? Ja, das sind manchmal ganz unterschiedliche Dinge. Wenn jemand zu mir kommt und ich eine Kontaktaufnahme mache, die ich allerdings nur mache, wenn es nötig ist. Also für manch einer ist es schwer zu erklären, weil es eben halt viel Kraft kostet, viel Kraft und Energie mit Verstorbenen zu kommunizieren. Und meistens ist es bei mir so, dass es erst ein Gefühl ist und über dieses Gefühl kommen die Bilder. Ich beschreibe dann den Menschen so, wie er aussieht, wie ich ihn halt sehe in 3D. Die Kleidung, Schmuckstücke oder alles das, was wichtig ist, egal ob es ein Gefühl, eine Emotion oder irgendein Wort ist, das gebe ich dann weiter. Und ja, daran erkennen die Leute schon sehr, sehr schnell, dass eben diese Person, nachdem gefragt wird, schon erkannt wurde. Alleine vom Aussehen, von Sachen, die sie anhaben, von Farben, von Schmuckstücken. Und da kann man schnell sagen, ja, das ist der, der oder der. Siehst du die, also mal ganz blöd dargestellt, man kennt diese ganzen Filme, siehst du die tatsächlich so wie in den Filmen dreidimensional als, also als würdest du jetzt vor mir sitzen oder ich vor dir, siehst du die genau so oder sind das eher Bilder, die du bekommst oder Emotionen, Gefühle? Das ist total unterschiedlich, das kann ich jetzt nicht so pauschal sagen. Meistens geht es erst über das Gefühl und je erdgebundener eine Seele ist, umso besser ist sie sichtbar. Je mehr eine Seele entwickelt ist und schon im Jenseits war, je höher schwingt derjenige und dann ist es manchmal so, je höher der schwingt, umso weniger hat er einen Körper. Und dann kann ich nur von Gefühlen sagen, wie derjenige ausgesehen hat. Ich kriege das dann eben halt so eingegeben, ne? Groß, schlank, dunkelhaarig. Und dann wissen die Leute schon nach der Beschreibung her, um wen es sich da handelt. Oder auch Charaktereigenschaften sind auch sehr wichtig. Ne? Da gibt es ja sehr prägnante Punkte bei manchen, nicht bei allen, aber bei manchen Menschen. Wann ist dir diese Gabe zum ersten Mal eigentlich aufgefallen? Oh, da war ich noch ein kleines Kind. Und ich habe also viele Dinge gesehen, wie zum Beispiel mein Onkel, der kaufte sich ein altes Auto. Da musste ich so lachen, da war ich mal gerade 6 oder 7, ich weiß nicht mehr so genau. Und dann wollte er haben, dass ich mitfahre. Und da habe ich gesagt, ich fahre mit diesem Auto nicht mit. Sag ich, du kommst zurück und hast ein Loch im Auto. Der hat dann nur diesen hier gemacht und ist dann los und ich weiß nicht, eine Stunde später kam er wieder und tuckerte ganz langsam mit dem Auto und hatte ein Riesenloch, da ist das Blech rausgefallen und konnte quasi die Füße auf den Boden stellen.
Da hat er schon von Weitem mit mir geschimpft, so nach dem Motto, wie konntest du das sehen, ne? Aber das war schon ganz lustig. Habt ihr das so in der Familie, dass du sagen kannst, auch irgendeine Großmutter, Großvater hatte schon diese Gabe? Ja, Also es ist meine Großmutter hatte die Gabe gehabt und sie hat auch viel gependelt. Sie hat Medikamente ausgetestet oder wenn jemand ein Baby bekam, ob es Mädchen oder Junge wird. Also da war die schon ganz schön fleißig. Man sah also hauptsächlich sie mit dem Pendel rumlaufen. Und aber wenn, als ich dann angefangen habe, Dinge zu sehen und das auch auszusprechen, wurde mir verboten, dass ich darüber rede. von wem? Von meiner Mutter, von meiner Großmutter. Ich durfte also nicht darüber sprechen. Warum? Ja, man hatte vielleicht Angst gehabt, dass ich verrückt bin, obwohl mein Großvater Radios versucht hat, irgendwie zu reparieren und in die Frequenz zu bringen, damit man Verstorbene aus dem Jenseits darüber hört. Aber ich selber durfte nicht darüber reden. Und ich gehe mal davon aus, dass es damit zu tun hat, dass die Leute nicht anfangen zu reden. Obwohl deine Großmutter selbst mit dem Pendel durch die Gegend ging, Ja. durftest du, okay. Gut, das waren vielleicht auch andere Zeiten und man hatte vielleicht auch noch nicht so diese Toleranz diesen Dingen gegenüber und wollte dich vielleicht auch mehr schützen als alles andere dadurch, ne? Ich denke schon, ja. Aber trotz allem hat sich die Gabe durchgesetzt. Kannst du auch mal so andere Beispiele noch bringen, was du so alles erlebt hast, bis auf deinen Onkel, was dann so später noch passiert ist, wo es dir immer klarer wurde, das gehört zu mir, das kann ich gar nicht leugnen, egal was meine Mutter oder was meine Großmutter zu mir sagen. Also ich hatte schon früh als Kind immer so das Gefühl gehabt, das ist normal. Also für mich war es das Normalste von der Welt, Dinge zu sehen, die andere halt nicht sehen konnten. Und es ist ja auch eine Zeit so gewesen, dass ich nichts gesehen habe. Das war so die Jugendzeit. Und dann wurde es wieder aufgemacht, das dritte Auge. Und dann habe ich Dinge wahrgenommen, die mich total erschrocken haben. Weil man sieht ja nicht nur die Menschen, man sieht ja auch andere Dinge noch. Und ja, dann ist das halt so, dass man eben halt durchs Leben geht und denkt, das kann jeder, das ist so normal. Und als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, hat mein Ex-Ehemann mich immer für verrückt gehalten und hat gesagt, das geht gar nicht, wenn das so weitergeht, dann lasse ich dich einweisen. Und dann kam zum Glück dann mein Jüngster, der wurde 10 Jahre alt und dann wurde er hellsichtig. Und da hat er ja nicht mehr sagen können, ich stecke dich jetzt in die Klinik, weil sein Sohn ja auch betroffen war. Und da habe ich dann noch eine ganz liebe Freundin kennengelernt, die hat 500 Kilometer von mir weg gewohnt. Und die hat mich dann 5 Jahre ausgebildet, weil ich hatte ja von nichts eine Ahnung. Ich wusste überhaupt nichts von diesen Dingen, dass das nicht in dem Sinne normal ist, sondern eher für andere unnormal erscheint. Ja, und dann bin ich 5 Jahre von ihr ausgebildet worden und habe dann auch gelernt, damit umzugehen, weil ja auch immer mehr kam. Es kam die Stimme dazu, es kamen die Bilder dazu immer öfters. Und an eines erinnere ich mich noch ganz genau, das war ganz am Anfang. Ich bin morgens wach geworden und habe stocksteif in meinem Bett gelegen, weil eine Frau neben dem Bett stand aus einem ganz anderen Jahrhundert. Und ich konnte mich minutenlang nicht bewegen und habe die nur angestarrt. Und die guckte mich dann an, die hatte so ein Barockkleid angehabt und dann die Wow. Haare so hochtoupiert. Ich dachte, um Gottes Willen, was ist das denn? Und meine Haare hingen hoch und ich habe mich so erschrocken und dann urplötzlich war es weg. Und in der Wohnung hat eigentlich auch alles angefangen, dass ich noch mehr sehen konnte, noch mehr hören. Und ich musste auch lernen, mit den Stimmen umzugehen. Ich musste lernen, mein Engel rauszufiltern bei den Tausenden von Stimmen, die aus dem Jenseits auf mich ja, brachen, kann man sagen, einströmten. Ne? Ja, und da sind dann so viele Sachen in dieser Wohnung passiert, dass ich es da nicht mehr ausgehalten habe und habe angefangen zu lernen, mich zu schützen.
Mit ganz einfachen Hilfsmitteln, ne? Ist es denn, gleich komme ich auch auf die Hilfsmittel zu sprechen, aber ist es denn so, komme ich auch wieder auf den Film zurück, weil wie gesagt, ich habe diese Gabe nicht. Das ist für mich ja ein Mysterium, ein Gebiet, das ich nicht kenne. Das ist genauso, als würde man mich dann fragen, wie ist es auf dem Mars? Ja, keine Ahnung, ne? Also ich kann nur fragen, ist es denn dann so, wenn jetzt so eine Seele mitbekommt, dass du sie siehst? Weil ich würde ja durchschauen oder sie gar nicht bemerken, aber du bemerkst sie ja. Oder wenn diese Seelen merken, du siehst sie, du nimmst sie wahr, kommen sie dann zu dir und wollen sie dann auch etwa, also attackieren sie dich jetzt gar nicht mal unbedingt im Negativen, aber dass sie endlich sagen, oh, da ist jemand, der sieht mich, der hört mich, mit dem kann ich jetzt reden. Ist das auch so? Das war früher so, ganz am Anfang. Da haben die mich regelrecht belagert. Die standen schlangeweise vor meiner Türe und wollten Hilfe haben. Aber ich war damals noch nicht so weit, dass ich denen halt helfen konnte. Und heute ist es so, ich habe meine Gesetze geschaffen, die müssen die beachten, so wie ich ihre Gesetze genauso beachte. Und so entsteht ein Gegeneinander, ein Respekt. Ja. Und dadurch, dass ich sage, ich helfe nur Seelen, wenn Menschen auf mich zukommen, weil es gibt ja auch zum Beispiel das Umgekehrte, ne, dass die Seelen sich beim Medium melden und die helfen dann. Die Großwisperer, ich weiß nicht, ob du das kennst, das war meine Serie auch. Und sind halt die Seelen auf sie zugekommen. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Bei mir kommen die Menschen und wollen halt von mir wissen, wie geht's dem? Ist er im Licht angekommen? Und da hatte ich mal ein Erlebnis gehabt vor vielen Jahren, das hat mich selber so berührt. Es kam eine junge Dame mit der Mutter. Und die Mutter, habe ich schon gesehen, dass die unheimlich belastet war. Und als die dann bei mir waren, hat sie mich nach ihrem Sohn gefragt. Und sie wollte wissen, ob ihr Sohn im Licht ist. Und da habe ich sie angeguckt und habe gesagt, nein, dein Sohn ist nicht im Licht. Dein Sohn ist irgendwo auf der Landstraße. Ich konnte nur eine Landstraße sehen. Ich sage, der hat einen Motorrad- oder Autounfall gehabt, so genau kann ich es nicht sehen, aber er ist da an der Stelle, hängt da fest. Sie hat mich dann mit großen Augen angeschaut und wusste nichts mehr zu sagen, weil sie hatte schon so viel Hilfe geholt und bei Medien, bei Kartenleger und alle haben immer gesagt, der Junge ist im Licht. Der war aber nicht im Licht und das hatte sie gespürt. 3 Wochen ging es ihr nach diesem Besuch immer besser und dann ging es wieder schlechter. Und da habe ich gesagt, du, dein Kind ist nicht im Licht. Der hängt an Unfallstelle fest. Ja, und dann war es so, dass ich die Engel drum gebeten hatte, man möge diesen Jungen von der Unfallstelle holen und in meinem Raum. Und da hat sich in der Ecke ein riesengroßes Licht aufgetan und dieser Junge war in diesem Licht zu sehen. Ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut. Das war so faszinierend, weil die Mutter das alles miterlebt hat, live miterlebt hat. Und dann hat sie sich von ihrem Jungen verabschieden können und dann ist quasi das Licht hochgestiegen mit dem Jungen und er hat nachher nur noch gewunken und sie war so erleichtert und sie wusste jetzt ganz genau, dass der Junge im Licht ist und die hatte 14 Jahre nur Tabletten genommen. Ja, und ist natürlich glücklich rausgegangen aus meinem Raum. Ein Jahr später kommen die beiden wieder. Ich habe sie nicht wiedererkannt, weil ich sehe so viele Menschen jeden Tag, kann man sich nicht jeden merken. Und hat sie gesagt, ich bin jetzt vor einem Jahr bei dir gewesen und du hast gesagt, mein Junge ist im Licht und ich brauche keine Tabletten mehr. Und ich weiß jetzt vom Herzen her, dass mein Kind da ist und gut aufgehoben ist im Himmel. Das war ein Erlebnis, da sind mir fast die Tränen gekommen. Also ich habe jetzt gerade eine Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich das so schön finde, dass auch die Mutter ihn nochmal sehen durfte. Weißt du, nicht nur du mit der Gabe, sondern die Engel erlaubt haben, dass die Mama sich auch nochmal verabschieden darf. Also es war traumhaft schön. Jetzt hast du natürlich diese Gabe. Was könnte passieren, wenn man diese Gabe zum Beispiel missbraucht? Nicht jeder ist ja so eine gute Seele wie du. Und es gibt ja auch andere.
die aber auch mit dieser Gabe geboren werden oder die irgendwie, ich weiß nicht, ob man die erlernen kann, das kann ich mir schwer vorstellen, aber die auch damit geboren werden, aber vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Ja, was könnte da passieren? Du sprichst so ein bisschen die schwarzmagische Geschichte an, ne? Ja. Ja, ich habe viele Menschen in meinem Leben kennengelernt und ich habe auch Menschen mitbekommen, die hätten besser so eine Gabe nicht, weil die viel Schlechtes auch machen und Menschen verfluchen oder verzaubern. Und das finde ich nicht okay, das ist für mich nicht mehr im Göttlichen. Auch wenn ich zum Beispiel E-Mails bekomme, die ich auch regelmäßig kriege, ich soll im Katastrophengebiet X irgendwelche Energien mit ganz vielen Lichtarbeitern, sowas fliegt bei mir im Mülleimer. Weil ich einfach denke, wir haben nicht das Recht, in andere einzugreifen, in andere Menschen, in andere Lebenspläne. Für mich ist das so, ich arbeite nur, wenn ich gefragt werde. Und das ist auch ein Eingreifen in eine Persönlichkeit. Jeder Mensch hat sich ja ausgesucht, was er lernen will, wo er geboren wird. Das sind natürlich Themen, die sind für Menschen, die jetzt nicht in dem Thema so drinstecken, schwer verdaulich, weil sie es nicht verstehen. Die verstehen nicht, dass es da einen göttlichen Plan gibt, eine Entscheidung, dass du immer verantwortlich bist für dein Leben und was passiert, so schön dein Leben ist oder so dramatisch es eben auch verlaufen kann. Es war deine Entscheidung. Richtig, ich habe mir mein Leben ja auch ausgesucht, ne? Und ich sag mal, dann muss ich nicht rumjammern und sagen, oh Gott, warum ich immer? Man sucht sich ja vor der Geburt mit dem Engel, mit den Führern, mit Geistführern, mit irgendwelchen anderen Verstorbenen eben halt Schritt für Schritt sucht man sich den Lebensplan aus, was man erleben will, was man lernen möchte. Und ich sag mal, mein Schicksal mag auch ein schlimmes Schicksal gewesen sein, aber ich habe es mir ja so ausgesucht. Und viele Menschen sagen auch, ich habe doch hier auf der Erde Entscheidungen, die ich frei treffen kann. Aber die Entscheidung trifft man ja schon vor der Geburt. Durch den Lebensplan, ne? Ja, das ist ja so ein bisschen dieser Determinismus zwischen man glaubt, frei zu entscheiden, aber die Entscheidung ist eigentlich schon lange gefallen. Ja, sowas. Was ich auch interessant fand, in deinem Buch Schutzengel und Co. schreibst du zum Beispiel, dass eine der häufigsten gestellten Fragen ist, wo ist mein Schutzengel? Warum kommt gerade diese Frage? Ja, wie soll ich das beantworten? Viele glauben oder schreiben auch, dass man den Schutzengel von Geburt bis zum Tod bei sich hat. Das ist richtig, aber nicht immer den gleichen. Der wechselt von Lebenssituation zu Lebenssituation. Und so kannst du heute einen weißen Engel bei dir haben, im nächsten Jahr vielleicht einen grünen Engel oder einen roten Engel. Und auch die Menschen fragen mich immer nach dem Namen von dem Engel. Und da sage ich immer, Leute, im Jenseits gibt es keine Namen. Und die Engel haben auch für mich keine Gestalt in dem Sinne. Sie sind reine Energie. Also ich nehme immer Energie wahr. Und wenn die Menschen dann sagen, wie sieht der Engel aus, dann formt er sich quasi zu einem Mensch, dass ich den beschreiben kann. Und der eine hat einen Engel, der andere hat zwei, drei, vier. Und was mir so in den Jahren aufgefallen ist, dass die Ärzte, Heilpraktiker oder Energiearbeiter meistens weiße Engel an der Seite haben, weil der weiße Engel ist, steht ja für die Heilung. Okay. Und also dann. Die Farben stehen dann auch für etwas? Ja. Also für die Tätigkeit, die man ausübt oder für den Reifegrad, in dem man gerade ist oder für was stehen diese Farben? Also die Farben sind wie zum Beispiel Erzengel Michael. Michael ist blau und ich sehe, wenn Erzengel Michael da ist, immer nur diese Energie. Und wenn die blau ist, weiß ich, dass es Michael ist oder aus der Gruppe von Michael. Und da gibt es natürlich auch rote Engel, das sind die Kraftengel.
die einem immer wieder Kraft geben. Wenn jemand kommt und hat einen roten Engel, dann weiß ich immer, der powert sich aus bis zum geht nicht mehr. Oder einen grünen Engel steht in erster Linie für die Heilung, aber auch für eine Ausbildung, die ich gerade oder in der ich gerade bin. Okay. Jetzt gibt es ja leider auch dunkle Energien, zum Beispiel Dämonen. Wir hatten ja mal ein Vorgespräch und da hattest du das erwähnt. Wie erkenne ich, dass jemand zum Beispiel besetzt ist oder ein Fluch auf ihm liegt oder eine Seele nicht wohlwollend ist? Gibt es da irgendwelche Zeichen, die du den Leuten mitgeben kannst, dass du sagst, hört mal zu, der hat jetzt nicht ein psychisches Problem, sondern der hat ein ganz anderes Problem? Ja, wenn jemand besetzt ist, ist es so, dass man das an den Augen erkennt. Meistens sind die Pupillen dauerhaft groß und erweitert. Dann weiß ich auch, steckt jemand drin, der keine Angst hat. Hat jemand kleine Pupillen, dauerhaft kleine Pupillen, da versteckt sich jemand. Also jetzt nicht von Lichtverhältnisse her, ne? Ändern sich ja sowieso die Pupillen. Die sind meistens dauerhaft, entweder groß oder klein. Und wenn jemand auf mich zukommt, dann spüre ich das schon am ganzen Körper. Da läuft wie eine negative Energie, die mir total unangenehm ist. Und dann weiß ich genau, da ist jemand drin, der nicht dahin gehört. Nun ist es auch so, dass die Geistwesen auch Menschen sich aussuchen, die krank sind, Medikamente nehmen, drogenabhängig sind. Die haben eine recht niedrige Schwingung und die werden auch sehr, sehr schnell besetzt. Und dann hatte ich mal ein Erlebnis gehabt, da habe ich so schmunzeln müssen. Als ich noch in Düren gewohnt hatte, hatte ich einen Jungen kennengelernt, der auf der Straße lebte. Und da habe ich gedacht, Mensch, der hat so eine hohe Schwingung, wie kann das sein, dass der auf der Straße lebt, ne? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und da sagt er zu mir, ja, ich bin von zu Hause ausgezogen, wollte eigentlich das Leben so mal kennenlernen, so wie es ist, auf der Straße zu leben, kein Geld zu haben, weil die Eltern waren wohl sehr reich. Und er findet das Leben ganz toll, ohne Verpflichtungen und so weiter. Und das war das erste Mal, dass ich den, wow, hat der eine Schwingung, ne? Und der sitzt auf der Straße. Und habe dann auch festgestellt, er ist ein Indigo-Junge, der eben halt sich das ausgesucht hat, das halt mal alles kennenzulernen. Das war so spannend und interessant. Und da habe ich mich oft mit auseinandergesetzt, mit Menschen, die auf der Straße leben, ihr Schicksal verfolgt und warum sie das machen, warum eben halt das System so zusammengebrochen ist bei ihnen. Und da habe ich viele Geschichten erlebt, wo ich sage, was kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln, ne? Aber dieser eine Mensch, der hat mich so fasziniert, wo ich gedacht habe, wow, ein Indigo-Kind auf der Straße lebend. Das ist eine schöne Geschichte. Ich habe auch mal ein Indigo-Kind, war er nicht mehr, war dann Jugendlicher. Der ist wirklich als Backpacker nach Südafrika und da auch durch die Slums gegangen und hat dort Monate gewohnt, wo es immer hieß, auf gar keinen Fall dorthin, da kommst du nicht mehr lebend raus und. Da habe ich auch gesagt, hast du denn keine Angst gehabt, da hinzugehen? Sagt er, nein, wenn du Angst hast, dann ziehst du es an. Wenn du keine hast, dann passiert dir auch nichts. Und er hatte seine schönste Zeit dort gehabt, Freunde gefunden und alles. Mhm. Jetzt gut besetzt mit Dämonen, aber wie kann ich zum Beispiel unterscheiden, wenn ich auf einmal nur noch Pech habe, irgendwie nichts gelingt? Wie kann ich unterscheiden, ob es gerade nur mal so eine Pechsträhne ist oder ob ein Fluch zum Beispiel auf mir liegt? Wenn die Personen davon selber betroffen sind, die erkennen es meistens gar nicht. Also ich habe das ganz selten erlebt, dass jemand wusste, dass er besetzt war. Mhm. Die meisten, die vermuten das, können aber nicht sagen, ob es so ist. Und darum sind die Menschen, die auch zu mir kommen, die schicken mir Bilder. Dann sieht man auf den Bildern genau das, was ich brauche. Weil es auf Bildern ist es festgehalten, wenn die Menschen am Telefon sind und fragen,
ohne dass ich ein Bild habe, bin ich besetzt, dann ist es immer schwierig, weil die verschwinden dann in dem Moment und dann ist derjenige nicht mehr wahrnehmbar. Und deswegen arbeite ich sehr, sehr gerne mit Bildern und auf den Bildern kann man auch viele Leben vorhersehen. Und das ist eben halt ja für mich eigentlich so das Steckenpferd, wo ich sage, Bilder kannst du nicht verändern. Das ist eine Fotografie, die bleibt. Ne? Und Dämonen, die sind mit Vorsicht zu genießen, weil sie sind sehr aggressiv, sehr angreifbar. Da hatte ich auch mal ein Erlebnis gehabt. Da war ein kleiner Junge, der war so circa 8 Jahre alt. Der kam mit seinem Vater. Und der hatte immer so Ganzkörperkrämpfe gehabt, fiel zusammen und wie so ein Anfall. Und die Ärzte konnten bei ihm aber nichts finden. Die haben den Jungen auf den Kopf gestellt, haben alle Untersuchungen gemacht, aber medizinisch nichts gefunden. Da ist der Mann zu mir gekommen und ich habe schon gesehen an seinen Augen, oh Gott, was hat der denn bei sich? Ne? So richtig starrer Blick. Und der ist auch so düster, so die Augen werden so richtig dunkel. Und dann hat er mich gebeten, dass ich die ablöse. Und als ich die Hand aufgelegt habe, habe ich gedacht, ups, da sind ja 3 drin. Ja. Und da habe ich gedacht, oh, oh, das schaffst du alleine nicht. Und da habe ich meinen Jungen geholt und habe gesagt, er soll mir bitte helfen. Und ja, er hat dann mitgeholfen, haben wir den ersten und den zweiten rausgeholt. Und der dritte hatte ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. Der ist dann aus diesem Körper von dem Jungen raus und ist bei meinem Ex-Mann rein. Und in dem Moment kriegte mein Ex-Mann einen Migräneanfall, obwohl er gar nicht im Raum war. Und hat alles dunkel gemacht, die Hände so verschränkt und sich eingekault und hat nur noch Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen gehabt. Und als ich dann das Geld wechseln wollte, habe ich gedacht, was ist denn hier los? Alles dunkel. Ich sage, kannst du das mal wechseln? Was ist denn mit dir los? Ich habe auf einmal so einen Migräneanfall, der angeflogen kam. Gucke ich den an, ist der Letzte, der bei dem Jungen raus ist, bei meinem Mann reingegangen. Da habe ich gedacht, oh Gott. Ja, und ich habe dann den auch noch entsorgt, wenn man es so will, und neutralisiert. Und dann waren vom 0, nix waren die Migräneanfälle weg. Und dann habe ich noch eine Weile mit dem Jungen gearbeitet, habe noch eine Energieumstellung bei denen zu Hause gemacht und habe quasi ihn immer wieder geschützt, bis dass er richtig frei war von dieser Energie. Weil man muss sich vorstellen, wenn man so etwas bei sich hat, und ich löse das ab, kann es durchaus sein, dass Restenergien bleiben. Und da muss man halt viel nacharbeiten. Ja klar, weil ich denke mal, wenn du einmal so ein Gefäß warst, dann ist man natürlich vielleicht auch attraktiv für diese Wesen, da wieder versuchen reinzukommen. Du bist ja zum Beispiel auch anders. Was mich interessiert ist, du bist ja nicht nur Medium, sondern auch Energiearbeiterin. Du löst ja Dinge auf. Wie hast du erkannt, dass es da einen Zusammenhang geben kann zwischen Krankheiten, Disharmonien, zum Beispiel in der Ehe, im Büro mit Kollegen und vielen anderen Beispielen? Und eben dieser Zusammenhang, diese Disharmonien und zwischen Geistern, Dämonen und Flüchen zum Beispiel, also kurz gesagt unheimlichen Phänomenen, dass du gemerkt hast, Moment mal, das ist nicht nur vielleicht gerade mal eine schlechte Phase, sondern da gibt es Zusammenhänge. Ich hatte vor ganz langer Zeit, das ist jetzt bestimmt schon 15 Jahre her, einen Mann gehabt, der über viele Ecken an meine Adresse gekommen ist. Und er hatte mir damals am Telefon gesagt, er hat ein Gefühl, dass man ihn verflucht hat. Und da habe ich gefragt, wie kommst du da drauf? Und da hat er gesagt, ja, ich finde Zeit meines Lebens überhaupt keine Frau. Immer wenn eine Frau auf mich zukommt, ist das so, die ist da und ist wieder weg. Und ich werde ja in dem Moment geführt und habe gesehen, er saß in einem Käfig drin.
Und da habe ich ihn gefragt, hast du das Gefühl, so mit den Jahren, dass du dich immer mehr eingesperrt fühlst? Und da sagt er, ja, genau so ist das. Es wird irgendwas immer enger und er kann nicht sagen, was es ist. Und dann haben wir dieses Ritual, er war in Holland, hat er gewohnt und habe gesagt, such dir mal eine wunderbare Kirche. Also ich werd das mitbegleiten, wenn wir den auflösen. Und er war im Alter von, ich glaube, Anfang 70 und hatte schon die Hoffnung aufgegeben, überhaupt eine Frau zu kriegen. Und da habe ich gedacht, komm, das kriegen wir hin irgendwie, ne? Und dann hat er eine Kirche gefunden, hat mich angerufen, ich habe mich in Meditation gelegt und ja, habe ihn so im Arm gehalten, energetisch, ne? Und habe dann die Engel gebeten, man möge das abbauen und diesen Fluch entsorgen, wo niemand zu Schaden kommt. Und er hat das alles gemerkt. Jede einzelne Sache hat er gemerkt. Und irgendwann war dann alles vorbei und wollte ihn anrufen und er meldete sich aber nicht. Oh, habe ich Angst gekriegt, denke ich, was ist denn da jetzt passiert? Ne? Und 4 Stunden später, nachdem ich 5, 6 Mal probiert hatte, hat er zurückgerufen, hat gesagt, Martina, es war so bombastisch und anstrengend. Ich habe in meinem Auto 4 Stunden geschlafen. Er konnte mich nicht anrufen, weil er so K.O. war. Und aber jetzt fühlt er sich frei. Und es hat vielleicht ein paar Monate gedauert. Da rief er mich an und sagt, du Martina, ich habe 2 Frauen gefunden. Habe ich gedacht, 2 Frauen? Ich sage, wissen die denn voneinander? Ja, bei der einen kriege ich das, bei der anderen kriege ich das und das kombiniert sich schön und die wohnen beide in meinem Haus. Nein, ach, wie süß. Und da Dann hat er noch. hat er gleich das Doppelpaket-Package bekommen. Er wohnte auf Parterre, die eine auf der ersten und die andere auf der zweiten Etage. Die hat er sich zu sich geholt. Aber die sind unheimlich gut miteinander klargekommen. Und dann hat er wirklich noch ein paar wunderschöne Jahre gehabt. Aber ich habe dann auch herausgefunden, dass dieser Fluch, den er hatte, von der eigenen Mutter gesetzt wurde. Und da hat er zu mir gesagt, Martina, woher weißt du das? Ja, sag ich, weil ich das sehe halt, ne? Und dann, ich wusste ja nicht, was mit ihm passiert war. Ich habe nur das Wort Missbrauch gehört, ne? Und da sagt er, Martina, meine Mama hat mich jahrelang missbraucht. Ich war 12, 13. Und die hat irgendwann zu dem Jungen gesagt, wenn ich dich nicht mehr missbrauchen kann, dann wirst du nie wieder eine Frau an deiner Seite kriegen. Und das war der Fluch. Also man kann nur sagen, Leute, passt auf, was ihr sagt, was ihr denkt. Es hat alles eine Konsequenz. Oh ja, das stimmt. Also, weißt du, man sagt manchmal aus Wut irgendetwas Dummes. Vielleicht denkt man sogar in der Sekunde, das ist richtig. Aber was raus ist, ist raus. Und da müssen wir immer mehr und mehr auch in die Selbstverantwortung gehen. Was denke ich? Was sage ich? Wie verhalte ich mich? Das sind ja auch momentan diese Energien, die ja immer mehr und mehr hochkommen. Ja, das ist, viele Menschen sind in Vorleben vielleicht Schwarzmagier gewesen, haben negative Dinge getan und haben ihren Lebensplan in dem Sinne nicht erfüllt. Die nehmen natürlich teilweise das im nächsten Leben mit, ne? Und es gibt Menschen, die sind in der Lage, übers Denken jemand etwas Böses zu tun oder auch anzutun und sind sich ihrer Gefahr überhaupt nicht bewusst, was daraus entstehen kann. Und darum ist es so, dass die Leute halt dann oft Sätze sagen und schon ist der Fluch da. Und viele machen es ja auch mit Zaubereien, ne? Da gibt es ja so viele Zaubergeschichten, wo ich sage, das kann man in Büchern nachlesen, wo ich allen von abraten würde, weil irgendwann fällt es doch auf einen zurück, ne? Das ist, ja, ich sage jetzt mal lapidar, auch ein Karma und du kannst nicht mit dem Bösen etwas eingehen, ohne dass es etwas fordern wird. Und fordern wird es irgendwann. Du, bei dieser ganzen deiner Tätigkeit, man stellt sich das ja immer so ein bisschen spannend, Action vor. Ist dir aber auch schon mal etwas begegnet, vor dem sogar du Angst hattest?
Das war am Anfang, ganz am Anfang, wo ich mit diesen Dingen konfrontiert worden bin. Ich bin regelrecht in einer Schule gewesen von der geistigen Welt, wo ich vieles mitbekommen habe, erlebt habe, auch durch das erste Buch, was ich beim Jan geschrieben habe, ich spreche mit Toten. Das war wie ein Lehrgang für mich über viele, viele Monate. Ich habe also viele Verfluchungen gehabt. Ich hatte viele Sachen aufgelöst, wo ich noch nie ein schwarzmagisches Buch gelesen habe. Ich könnte mittlerweile eins schreiben, aber ich tue es nicht, weil dann wiederum wieder Kniffe und Tricks verändert werden. Und dann wird es ja auch immer, immer schwerer, das eben halt zu lösen. Ne? Mhm. Und da denke ich, man sollte wirklich auf Worte schauen, was man dem anderen halt wünscht, weil Worte sind auch Gedankengänge, geht genauso. Wenn ich über etwas denke, kann derjenige schnell eben halt in dem Moment das auch annehmen, wenn er in einer gewissen Energiesituation ist, wenn einer sich schlecht fühlt, jemand ist krank oder sonst irgendwas, sinkt ja sowieso unser Energielevel und dann ist der andere viel schneller angreifbar. Und darum sage ich immer, Leute, schaut, was ihr denkt, was ihr sprecht, es kommt an. Ich hatte das mal erlebt gehabt, das war für mich das erste Mal, wo ich es auch live erlebt habe. Mein Mann und ich, wir sitzen am Mittagstisch und irgendwie hatte der sich über einen Handwerker aufgeregt, weil das nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte und wurde richtig wütend. Das war so schlimm, dass ich fast ein Kreislaufproblem gekriegt habe. Ich wäre fast umgekippt und habe ich nur gesagt, du, runterfahren, bitte runterfahren. Ich sage, ich falle hier um. Und da war mir bewusst, was ein Mensch aussenden kann. Ja, wenn man feinfühlig ist, sensibel, dann nimmt man diese Energie natürlich sofort wahr und sie löst ja auch in einem selbst dann etwas aus. Martina, wir leben ja auch in einer Zeit des Umbruchs, wie ich auch schon vorhin sagte, alles verändert sich. Bemerkst auch du in deiner Arbeit einen Unterschied oder dass eine spezielle Energie oder eine spezielle Art von Wesen immer häufiger auftauchen, um Ärger zu machen? Also in den letzten, ich würde sagen, 2 Jahren sind so der große Vormarsch von den Archonten. Archonten. Kannst du erklären, wer die sind? Archonten sind also für mich keine Lebewesen. Sie sind einfach nur Kreaturen und sie sehen aus, als wenn sie so wie Echsen sind, nur halt stehen die aufrecht wie Menschen. Und ich sehe das immer gleich bei den Menschen, wenn die einen bei sich haben, da sind die Finger länger, die ragen ein Stück aus dem Kopf raus und die Füße sind länger. Und da erkenne ich das immer sofort, dass ein Archonten da ist und die haben vor oder überhaupt die Aufgabe, Lichtarbeiter zu zerstören. Oder Menschen, die in positiven Weg gehen oder möchten ihren Weg verändern. Da sind die schnell bei der Sache, um das zu zerstören. Und das erlebe ich jetzt sehr, sehr häufig. So, ich würde sagen, 2 Jahre sind es jetzt. Kannst du erklären, warum gerade jetzt und warum die? Ja, es verändert sich ja sowieso alles da draußen, ne? Und ich denke mal, das geht jetzt rasend schnell. Es soll alles wieder in die Ordnung gebracht werden. Es soll letztendlich auch wieder alles in die richtige Richtung gedrückt werden. Und dann holt man sich eben letztendlich Außerirdische oder wie sie alle heißen, Archonten, um letztendlich alles wieder in die Ordnung zu bringen. So sehe ich das. Weil wenn ein Mensch von so einem Wesen besetzt ist, bin ich der Meinung, steckt ja irgendwas dahinter. Irgendeine Aufgabe hat es ja. Oder man hat es sich im Lebensplan ausgesucht, dass man das so haben möchte. Und irgendwann ist die Zeit dann auch vorbei und der Archont bleibt aber. Und dann braucht irgendjemand dann Hilfe, um das wieder abzulösen. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese Kreaturen, ich nenne sie Kreaturen, wenn ich das darf, sind in erster Linie dafür da, um eben halt die Menschen zu zerstören. Den Menschen, in dem er steckt,
Oder ich versuche es einfach mal zu verstehen als Laie. Jetzt bist du Lichtarbeiter, also du arbeitest ja schon mit dem Licht und gehst davon aus, dass du ja dann auch geschützt bist oder du hast auch mittlerweile gelernt, dich selbst zu schützen. Wie kann es dann trotzdem passieren, dass A, diese Kreatur in dich reinkommt? Ich weiß ja, dass momentan so ein Machtkampf zwischen Licht und Dunkelheit hier stattfindet. Und wahrscheinlich ist das auch mit ein Grund, warum man versucht, Lichtarbeiter ja auf die andere Seite wieder zu bringen. Aber trotz allem, weißt du, wenn du Lichtarbeiter bist und du weißt schon, dich zu schützen oder glaubst es zu wissen, dann trotzdem, dass dieser Zugang gewährt wird, dass du davon befallen wirst? Also befallen werden hauptsächlich die, die nicht in ihrer Mitte sind, die nicht in ihrer Liebe sind, die vielleicht auf dem Weg dahin sind und wollen das alles ändern, die werden natürlich davon abgehalten, den Weg weiterzugehen. Hast du denn auch einen Rat, wie man sich schützen kann, damit man erst gar nicht angreifbar für die dunklen Mächte wird? Ich sage immer zu meinen Klienten, Leute, bleibt in der Mitte, bleibt in eurer Liebe, lasst es an euch vorbeiziehen. Und redet nicht darüber oder macht euch keine Gedanken, weil in dem Moment, wo ich mich damit auseinandersetze, habe ich schon zugelassen. Also sich auch gedanklich nicht unbedingt mit diesem ganzen Negativen zu beschäftigen, sondern wirklich den Fokus auf das Schöne, das Göttliche. Man sagt ja auch, du sollst das, was du möchtest, das sollst du fokussieren, ja. Also soll der Gedanke quasi etwas Positives sein und sich nicht mit dem anderen beschäftigen? Kann man das so verstehen? Ja, es gibt viele Menschen, die das ja merken, wenn irgendwas in der Nähe ist, was sie belagern oder besetzen möchten, ne? Ich gebe immer den Rat, bleibt in eurer Mitte, in eurer Liebe, sprecht ein Gebet. Darum habe ich ja auch bei Unsichtbar dieses Mutter-Maria-Gebet mit reingegeben. Und in dem Moment, wo ich in der Mitte bleibe, kann mir nichts passieren. Was nimmst du eigentlich für Energien im Moment wahr, weil wir auch in dieser Umbruchszeit sind? Und wie siehst du die Zukunft für die nächsten 10 Jahre, weil im Moment passiert ja so unheimlich viel. Nimmst du da irgendetwas wahr oder kriegst du da was erzählt? Ich weiß ja nicht, wie ich mir das sonst vorstellen darf. Das werde ich jedes Mal gefragt. Aber ich sag mal, es wird sowieso das passieren, was passieren muss, das ist klar. Ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung, weil die anderen sagen so, die anderen sagen so. Ich bekomme aus der geistigen Welt nur wenig Informationen für mich selber, weil ich denke, da habe ich gestern noch mit dem Klienten drüber gesprochen. Er sagt, warum kriegst denn du keine Ergebnisse, was jetzt in Zukunft kommt? Dann sage ich, ich kann dir sagen, woran das liegt. Dass ich erstmal habe ich keine Lust dazu, es zu wissen. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich sage, und zum anderen werde ich geschützt, weil dahinter so viel Negativität ist. Ich sage mal, wenn ich da eintauche, ich weiß ja nicht, was dann passiert. Verstehst du, was ich meine? Und darum sage ich, ich lasse alles auf mich zukommen. Dann gibt es ja viele Bücher. Der eine schreibt so, der andere schreibt so. Ja. Ich würde jetzt persönlich sagen, wir sind mitten in einem Riesenumbruch und hinter unserem Rücken laufen Sachen, die wir nicht wissen sollen, die einfach, ich sag mal, von der Regierung her bestimmt werden, ohne uns zu fragen. Und wir werden schon ein bisschen das blaue Ende sehen, also etwas Negatives. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass alles glimpflich ausgeht und dass alles rosarot ist, wie viele Leute schreiben und denken. Ich hoffe es natürlich, dass es so kommt, dass es für uns alle besser wird. Aber vom Spüren, von dem, was ich wahrnehme, sieht es für mich eher anders aus. Martina, vielen Dank für das Schlusswort. Es war unfassbar spannend. Das war fast wie ein Krimi, mit dir zu reden.
Danke, dass du hast uns eintauchen lassen in eine für uns ja nicht zugängige Welt. Und an die Zuschauer vielleicht doch nochmal zurück darauf zu kommen, kontrolliert die Gedanken, kontrolliert eure Sprache, überlegt genau, was ihr da nach draußen sendet. Wie ihr merkt, hat das alles eine Resonanz. Und wir wollen ja versuchen, die Welt etwas schöner und besser zu machen. Und da gehört jeder Einzelne von uns dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne.